Form Validation ist auch immer wieder so eine Geschichte, wo viele Leute nicht mit klarkommen. Ich habe ein Plugin, das ich sehr gerne verwende, wenn ich klientseitig die Formulare überprüfen lassen möchte, bevor sie abgesendet werden. Sei angemerkt, dass eine klientseitige Überprüfung so gut wie gar nichts bringt, wenn ich keine serverseitige Überprüfung habe. Das heißt, jeder, der JavaScript deaktiviert hat und weiß der Teufel, welche Bots, es muss eine serverseitige Validierung auch da sein. Das ist ganz klar, das ist angemerkt. Ansonsten höre ich immer wieder, boah, das ist so ein Ding, da blickt man gar nicht durch. Stimmt eigentlich gar nicht, also kann ich in 10 Minuten durchaus machen. Mein Validation-Plugin der Wahl ist dieses jQuery Inline Form Validation, das hat glaube ich keinen Namen, von Position Absolute. Könnt ihr auch nach googeln, wenn ihr nach jQuery Validation googelt. Ich glaube, der zweite Treffer oder so ist das Ding. Ist relativ simpel, ist sehr, sehr sehr, sehr komfortabel aufgebaut und man muss eigentlich nur so verstehen, wie das Ding funktioniert und dann geht es eigentlich ohne Probleme. So, ich habe mir wieder eine Struktur angelegt. Was heißt eine Struktur? Ich habe mir eine HTML-File. Ich habe dann mit diesem Formular kommt schon eine CSS-Datei mit, die übernehme ich jetzt einfach mal so. Die ist zwar nicht super hübsch gestaltet, aber das ist dann quasi für diese Fehlerausgabe, die kommt, wenn die Maus oder ja, zeige ich euch nachher gleich. Also die könnt ihr später selber abändern, das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Dann kommen in diesem Dingens verschiedene Blödsinn, verschiedene Dateien mit. Wir brauchen für das Demo eigentlich nur diese CSS-Datei, diese Validation CSS, die hier normalerweise mit drin war, und diese jQuery Validation Engine auf Englisch. Also, das heißt, in dieser Validation JavaScript-File, da steht nicht nur das Plugin drin, das ist jetzt noch nicht gepackt. Da steht nicht nur die Funktion von dem Plugin drin, sondern da stehen dann dementsprechend auch die Texte drin, die ausgegeben werden. Das könnt ihr abändern. Ihr könnt auch noch eigene Texte festlegen. Also dieses Plugin lässt da wirklich sehr, sehr viel zu. Ne? Ich habe gar nicht geschaut, umgepackt, wie viel es ist, aber ich glaube, es fällt nicht so arg ins Gewicht. Es hält sich irgendwie so in Grenzen wie viele andere Validation-Plugins auch. So. Dann fangen wir mal an. Seitenstruktur. Und dann jQuery, Google APIs, auch klar. Dann brauchen wir das Plugin. Und das habe ich Validation genannt. Dann brauchen wir einen Script-Part. Und wie gesagt, den Style-Part. Ich habe wieder ein super hübsches Formular gestaltet. Wisst ihr, was auf euch zukommt? Dieses Validate CSS, also das ist dieses CSS, dieses Style-Sheet, was mitgeliefert wird. Und ich würde sagen, wir legen mal ein Mini-Formular an. Wir einfach mal zum Positionieren einen Wrapper außenrum. Und dann machen wir ein Form mit der ID Testformular. Und sagen wir einfach mal, wir packen uns drei Input-Felder rein. So, dieses Mal funktioniert das nämlich. Siehst du? Drei, obwohl es mir hier auch wieder, ne? So, und da sagen wir einfach mal ID-Name, keine Ahnung, Telefon, E-Mail und ein Input mit der ID Submit. Ach. Ihr wisst, was ich meine. Senden, ID ist gleich Button. So, im nächsten geht's weiter. Wir sehen uns gleich.